Herzlich willkommen, liebe Kryptonauten, zu einer neuen Ausgabe der wöchentlichen Marktanalyse der Kryptonauten. Ja, Pump and Dump, Dump and Pump hatten wir letzte Woche und ja, was soll ich euch sagen? Wir sind wieder bei 44.000 Dollar und die müssen wir jetzt mal knacken, dass wir wieder stark nach oben gehen. Deswegen fummeln wir gar nicht lange und gehen gleich mal in die Charts und schauen uns Bitcoin an. Wir hatten ja letztes Mal diesen Abverkauf hier und dann kam der Kurs. Ja, Mittwoch wieder zurück, wurde dann wieder stark nach unten gedumpt, wurde dann wieder nach oben aufverkauft, wieder auf 43.000 Dollar. Kurs ging dann wieder nach runter, auf 42.000, wieder hoch, wieder runter, wieder hoch, wieder runter. Und dann formten wir ja dieses symmetrische Dreieck, das eigentlich in beide Richtungen ausbrechen kann. Wir sahen einen Ausbruch nach unten, war ein Fakeout, weil der Kurs relativ schnell wieder zurückkam, wieder an 43.000 Dollar ran. Wurde bei den 43.000 Dollar wieder rejected auf 42.000 Dollar. Ja, und im Laufe des Tages wieder hoch auf 44.000 Dollar. Wir sind im 4-Stunden-Chart und aktuell sieht es leider so aus, dass wir die 44.000 Dollar Marke noch nicht ganz nach oben brechen wollen. Aber ich denke, da wir sie mittlerweile 1, 2, 3 Mal angetestet haben, kann es eventuell nicht mehr so lange dauern. Was wir natürlich sehen könnten, wäre eine M-Formation, die nicht ganz ausgeprägt ist, weil die haut nicht so ganz hin. Also wir haben starkes Rad, stark nach oben, runter, wieder hoch, wieder runter, wieder hoch. Ja, also seht, das haut nicht hin, wenn wir das so machen. Ja, haut auch nicht ganz hin. Also würde ich jetzt aktuell wirklich nicht sagen. Wir bleiben bei dem symmetrischen Dreieck und wenn das ausbrechen sollte nach oben, dieses symmetrische Dreieck, dann haben wir ein Preisziel von ungefähr hier so 45,2, 45,5, also hier so in der Region, ich sag mal hier so. Ja, also 45,5 könnten wir auf jeden Fall antesten. Wenn das aktuell so sein sollte, dass die 44.000 Dollar nicht geknackt werden oder nach oben gehen, aber, ja, also, ja, dann geht es natürlich abwärts. Dann haben wir hier wieder unsere Moving Average 50 Linie im 4-Stunden-Chart. Die liegt aktuell so bei 42.300 Dollar. Und dann haben wir natürlich weiter unten auch unterhalb der 42.000 Dollar, was unsere letzte Unterstützung ist. Unsere Moving Average 200 Linien im 4-Stunden-Chart bei 40.000 oder kurz über 40.000. 43, 42, so. Also, viele erwarten natürlich auch mal eine stärkere Korrektur. Wir hatten das im Anfang Bullrun 2020, da kam die Korrektur einfach nicht. Ja, der Kurs ist einfach stark nach oben, bisschen seitwärts und dann weiter stark nach oben. Und das könnten wir jetzt natürlich auch sehen, wenn die 44.000 Dollar mal geknackt werden würden. Wie sieht das Ganze auf dem Tag aus? Aktuell eher so, dass wir unsere Moving Average Linie haben und zwar hier unten, also bei 38,8 Moving Average 50 Tageslinie bei 38,8 und unsere Moving Average 200 Tageslinie liegen hier unten bei 32.250. EMA und die Moving Average 200 Tageslinie bei 30.900, 31.000 circa hier in diesem Bereich. Und diese grüne Linie hier ist unser Long Term Uptrend, also unser Langzeitaufwärtstrend. Das seht ihr hier. Das heißt, wir hatten Unterstützung, mehrfache Unterstützung hier an diesem Wyckoff und hier an dem nächsten Wyckoff genau das gleiche wieder. Also es war nicht ganz so sauber, das Wyckoff wie das erste hier unten, das war schöner. Aber genau das gleiche, diese Linie ist aktuell unsere Unterstützung im Tageschart. Und Tageschart liegt vom RSI relativ weit unten, der Wochenchart aber ist immer noch oben. Da müssen wir halt einfach mal gucken. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich groß, dass wir die 44.000 brechen könnten und dann vielleicht auf die 50 gehen und dann erst nach unten korrigieren und später wieder auf die 30 vielleicht nochmal runtergehen könnten, also auf die Unterstützungslinie und dann weiter Anstieg nach oben, weil wir sind ja alle bullish. Halving steht vor der Tür und ja, apropos Halving, wollte ich euch auch nochmal kurz was zeigen. Hier ist der Index. Und zwar sehen wir, dass das Halving nicht mehr lange dauert. 17. April ist mal angepeilt, so wie die Blöcke halt passen. Und ihr seht, wir haben nicht mehr lange. Also wir haben hier noch so.
bis dahin ungefähr 119 Tage bis zum 17. April. Nur, dass ihr das mal gesehen habt. Und wir hatten ja in der Vergangenheit, man soll nicht immer auf Vergangenheit schließen, auch so ein Run-Up. Da kam auch nochmal eine Korrektur. Und zwar war das die hier. Jetzt gucken wir mal, wie viel Zeit da weg ist. So, da waren es noch 63 Tage. Und wir haben 119 Tage. Und dann gucken wir mal, wo die 119 Tage sind. Hier, also. Da sahen wir nämlich nach dem Run-Up, das war das hier, Entschuldigung, auch einen starken Anstieg, kleine Korrektur und dann ging es Vollgas nach oben. Mehr kam nicht. Aber wie gesagt, wir warten jetzt einfach mal ab, ob die 44.000 vielleicht doch noch geknackt werden könnten oder nicht. Was macht die Bitcoin-Dominanz? Steigt 54%. Wir sind im Tageschart. Wir sind im Tageschart und steigen langsam. Genau, so sieht's aus. Also, ihr wisst jetzt auf jeden Fall, was hier bei Bitcoin, auf was wir achten müssen. Es kann natürlich auch immer sein, wenn wir jetzt mal rausgehen in den Stundenchart, wenn er hier gerade so ein bisschen nach unten geht, dass wir so Punkte wie das hier, diesen Bereich quasi, ja, nochmal retesten, weil jetzt viele ihre Gewinne mitgenommen haben bei 44.000 Dollar. Und wenn wir den jetzt hier so retesten, kann es sein, wir gehen mal kurz runter, ja, und dann brechen wir erst die 44.000 Dollar nach oben durch. Warum hier genau das gleiche? Weil es relativ einfach ist, weil wir hier einfach die letzte Unterstützung hatten. So, das heißt, wir hatten hier Widerstand. Wir hatten hier Widerstand, ja, das ist jetzt Unterstützung, deswegen kann es ruhig sein, dass wir hier nochmal runterwicken und dann erst nach oben gehen. Also, wisst ihr Bescheid. Oha, Ethereum kackt ab. Ist klar. Völlig klar, dass das wieder in die Hose geht. Nein, Quatsch. Hier hatten wir auch ein symmetrisches Dreieck gesagt. In dieser Form. Das ist natürlich nicht eingetreten, weil wir in diesem Bereich hier, muss ich es euch zeigen, hier hatten wir noch Unterstützung und Widerstand. Hier ist keinem interessiert, hier ist auch keinem mehr interessiert. Hier wieder interessiert, aber unser Kurs jetzt aktuell wieder runtergegangen. Deswegen ist dieses symmetrische Dreieck auch ein bisschen hinfällig. Was aber aktuell mehr zählt, ist dieses Falling Wedge. Und dieses Falling Wedge könnte eventuell nach oben ausbrechen, also zu 70%, oder die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es nach oben ausbricht, wenn es ausgeführt wird. Wenn natürlich jetzt der ganze Markt kollabiert und wir jetzt die richtig massiven Abverkauf sehen, was wir leider nicht hoffen, weil wir hoffen ja, dass die 44.000 Dollar geknackt werden, dann bricht die Ethereum definitiv nach unten durch. Und zwar hier wieder auf die Unterstützung oder auf die Moving Average Linien. Das sind die Moving Average 200 Linien im 4-Stunden-Chart hier in diesem Bereich, wo wir kurz davor sind, bei 2150. Und ja, krass, was hier gerade abgeht, echt Leute. Also das ist die Woche ist dann so hart, die Tage eigentlich. Ja, wir hatten diesen Dump, dann Pump, dann Dump, dann Pump, dann Dump, dann Pump, dann Dump. Ja, was machen wir, wo gehen wir hin? Pappen wir wieder oder fallen wir jetzt komplett nach unten durch? Und dann müssen wir mal gucken, mit welcher, ja, wie soll ich sagen, mit welcher Wucht der Kurs läuft. Also das ist so krass mittlerweile, dass der Kurs einfach so stark nach unten gedrückt wird oder durch Panik. In der Panikverkäufe sind das noch nicht. Aber der Kurs wird massiv nach unten gedrückt. Ihr seht, wir sind hier im 4-Stunden-Chart. Guck mal, wie die Kerze springt. Das ist, jetzt gehen wir mal in 1-Stunden-Chart. Also ihr seid live dabei. Ethereum, und ihr seht einfach, wie stark hier die Positionen wechseln, also Long Short, beziehungsweise Kauf, Verkauf, die ganze Zeit, das ist so krank, wie schnell, und dann bewegen die Kerzen, das geht innerhalb von einer Stunde, kann das zack, und dann kann es wieder hochgehen. Ja, jetzt hier, eine Stunde runter, eine Stunde hoch, und das Preisunterschiede bei allein schon bei Ethereum, ja, so von, ja, 34 Dollar, also das ist schon bei Ethereum recht viel. Jetzt können wir eins machen, wenn wir ja gerade so schön live dabei sind. Wir ziehen hier oben mal eine Linie rein. So, wir nehmen volle Kerzen. Also könnte es gut sein, dass man nochmal, wenn das jetzt hier die Stunde so sein sollte, auf 21,5 runtergehen. Also hier so 21,52. 2152. Ich weiß nicht, warum ich da mal größere Zahlen mache, keine Ahnung. Weil wir hatten ja auch gesehen, wir haben hier ein Low, ein High, ein Higher Low, ein Higher High. Jetzt haben wir wieder eventuell ein Higher Low
Und dann könnte es sein, dass man das nächste Higher High sieht und dann eventuell diese Linie hier antesten. Aber wie gesagt, die Volatilität im Markt ist gerade richtig krass. Richtig krass. Auch bei Bitcoin. Ja, wir waren bei 44,2, zack, abverkauft, runter. Guck, so wie ich es gesagt habe, seht ihr, so wie ich es gerade eben gesagt habe, gehen wir hier runter auf die Unterstützungslinie oder an die alte Unterstützung von den Kerzen ran. Und dann ist der Kurs jetzt bei Bitcoin bei Low auf 43.200, über 800 Dollar. Das ist so krank mit der Volatilität gerade wieder. Und genau das eigentlich wollen wir haben. Das wollen auch viele Trader haben. Und deswegen verarschen die uns so die ganze Zeit. Das sind knapp 1000 Dollar innerhalb von 2 Stunden. Nicht mal 2 Stunden. Eine Stunde. 1000 Dollar, wo der Kurs sich hin und her bewegt. Das haben wir uns lange nicht träumen lassen, dass sowas Krasses funktioniert. Weil wenn wir mal runter gucken, hier in diesem Bereich zum Beispiel, es war ja richtig langweilig. Auch, ja. Jetzt gucken wir mal Bitcoin an, dieser Bereich, diese Range. Oh, eine Stunde. So. Dann hat es über Tage vielleicht eine Range gegeben von 600 Dollar. Oder hier, ein paar Stunden, eine Range gegeben von 300 Dollar. Ich habe ja Bitcoin gar nichts, 300 Dollar. Haben wir gerade gesehen. Das ist wirklich nichts. Und wenn wir das uns angucken, wie wir hier gerade Sprünge machen, muss man echt sagen, das ist so krass. Aber natürlich auch gut. Und dann sehen wir, was im Markt läuft. Und wir sehen schon wieder eine Stunde und die Kerze ist schon wieder, ja gut, wir haben jetzt kurz nach der vollen Stunde und schon wieder von 342 auf 500 hochgekauft. Also ihr seht, die Leute sind wirklich heiß und die Leute versuchen hier tatsächlich die 44.000 Dollar anzutesten, weil jetzt wieder massiv Long-Positionen aufgemacht werden. Ich rede schon wieder viel zu lang, aber ich finde es toll, dass ihr das mal seht, wenn das live passiert. Natürlich kann es sein, wir machen hier so ein bisschen hoch und hoch und hoch runter und dann wird die Kerze jetzt mal wieder grün, ja, dann geht es wieder Richtung 44 und dann pam. Also es ist echt mega, was passiert. Aber wir waren bei Film. Krass, oder? Also, Falling Wedge bricht in der Regel nach oben aus. Preisziele sind hier oben so bei 2450 Dollar ungefähr. Aber auch nur vorausgesetzt, dass das hier alles so hält. Anderes Szenario, was wäre, wenn der Kurs nach unten bricht? Wenn der Kurs nach unten bricht, müssen wir definitiv rausgehen aus den 4 Stunden und müssen mal auf den Tag schauen. Die nächste Moving Average 50-Tages-Linie, die relevant ist, so sage ich immer, die liegt hier ungefähr bei 2088. Nächste Unterstützung 2030, weil wir hier Unterstützung hatten. Dann kommt die nächste Unterstützung auf 1039. Das wäre aber ganz schön weit unten. Und ihr seht hier die rote Kerze, das ist eine Tageskerze. War hier heute schon hier oben, 2266. Und ist wieder komplett abverkauft worden. Also ich sage ja, ist echt krass, was passiert. Aber ihr wisst, auf was ihr achten müsst. Ansonsten jeden Tag Chartanalyse in der Kryptonauten-App. Und ansonsten wünschen wir euch noch schöne Weihnachten. Genießt ein paar ruhige Tage mit euren Familien und Freunden. Feiert schön, lasst es euch schmecken. Und dann sehen wir uns nächste Woche in aller Frische. Ciao. Thank you.